Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es einmal um diesen Golf 5, Baujahr 2008, dritter Monat, 77 kW, 1,9er Diesel. Dieses Video kann man aber auch natürlich auf andere Golf 5s anwenden. Heute möchten wir einmal den Bremssattel bei dem Golf wechseln. Warum? Würde ich euch gleich gerne zeigen und ich würde sagen, los geht's. Hier können wir auch das Problem sehen. Der Hebel für die Handbremse, das hier ist das Seil, das ist der Hebel, der geht nicht ganz zurück. Es kann natürlich am Seil liegen, das haben wir aber schon überprüft. Und jedes Mal haben wir das Problem, dass ab und zu die Bremse etwas wärmer wird als auf der anderen Seite. Und hier ist halt ein Ritzel. Man könnte das Ganze hier instand setzen, aber je nachdem wie der Fahrer es möchte, kann man natürlich Bremssattel austauschen. Dann hat man natürlich auch Garantie auf dem Bremssattel, wenn man es anfängt instand zu setzen. Es kann natürlich sein, dass hier ist ein Ritzel drin, dass das Ritzel verschlissen ist und dass man dieses Ritzel gar nicht bekommt. Man bekommt meistens nur die Dichtungen, Manschette und so weiter. Diese Manschette, wenn die kaputt wäre, das Ritzel heile wäre, könnte man das instand setzen. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob wir mal so einen Sattel zerlegen sollen und uns mal angucken sollen. Und da kann es natürlich mal passieren, dass der Sattel nicht noch weiter zurückgeht und das Ritzel nicht überspringen kann und dadurch die Handbremse hier anfängt Probleme zu machen. Warm wird, fest wird und deswegen möchten wir das Ganze hier einmal austauschen, den Bremssattel. Deswegen achtet darauf, dass dieser Hebel hier bei euch bis zum Anschlag zurückgeht. Ich zeige euch gleich mal, wie das auf der anderen Seite aussieht. Und hier kann man sehen, wie der Hebel richtig schön auf Anschlag ist. Da konnte man jetzt sehen, wie der Hebel vorgeht. Ja, so soll das dann aussehen. Deswegen tauschen wir das Ganze mal aus. Ja, Bremssattel abschrauben. 15er, 13er, 15 und 13er. Und das Ganze einmal abschrauben. Als erstes lösen wir einmal die Handbremse. Den Seilzug einmal abmachen. Hebel einmal zurückdrücken. Das Ganze aushängen. Seil prüfen, dass das auch schon gängig ist. Ist es. Und dann hier einmal die zwei Klammern zusammendrücken und rausmachen. Das nächste, was wir machen müssen, ist den Bremsschlauch entweder abdrücken, ein bisschen abdrücken oder das Bremspedal zum Teil drücken, mit einer Stange oder so festmachen, damit Bremsflüssigkeit bei uns nicht die ganze Zeit rausläuft oder halt rauslaufen lassen. Entlüften müssen wir so oder so. So, wichtig bei Bremsflüssigkeit, Handschuhe tragen. Wir nehmen ein 11er Ringschlüssel und lösen das Ganze. Den können wir eigentlich auch später lösen. Die andere Seite auch lösen. Schleifung abmachen. Hier ist eine Klammer. Abmachen und den Schlauch einmal zur Seite und jetzt die letzte Schraube.
dann können wir den Sattel mal abmachen. So sieht das Ganze dann einmal aus. Ja, gegebenenfalls Gabel sauber machen, Klötze sauber machen, aber wir haben hier die Bremsen vor kurzem gewechselt. Und machen den neuen Sattel drauf. So, darauf achten, dass die Klammern hier nicht zwischengekommen ist von dem Sattel. Und setzen unten das Ganze einmal an. So, erstmal nur angesetzt. Den Stopfen einmal abschrauben. Nämlich so ein Verschlussstopfen auf dem Sattel drauf. Und dann können wir das Ganze hier wieder ansetzen. Dann machen wir die Leitung einmal fest. Die Klammer wieder drauf. Die Schrauben bekommen 35 Newtonmeter für den Bremssattel. Und die Handbremse wieder rein. So. Ganz wichtig, Bremsflüssigkeit entlüften, das Ganze auch natürlich auf Dichtheit prüfen. Bremsflüssigkeit, da haben wir separate Videos schon dazu gemacht. Einfach auf dem Kanal Bremsflüssigkeit wechseln eintippen. Ich werde das jetzt hier nur an dem, ich werde natürlich Bremsflüssigkeit komplett entlüften, aber zeige euch das jetzt einfach nur hier so gesehen zum Mitgucken. Natürlich ganz wichtig, dass man das Ganze auch richtig macht. Sonst hat man Luft im System und das ist überhaupt nicht lustig und nicht gut. Natürlich ein paar Mal auf die Bremse getreten, damit der Kolben ein bisschen rausfährt. Handbremse ein paar Mal hin und her betätigt. Und jetzt muss einmal die komplette Luft einmal raus. Pro Seite immer mindestens 250 Milliliter. Das Ganze dann auch schließen, dass er nochmal Druck aufbaut und dann wieder öffnen. Das Ganze dann zumachen. Das Ganze natürlich ganz wichtig bei allen, das System immer komplett entlüften. Die Schutzkappe wieder drauf, damit das Ventil nicht vergammelt. Damit es beim nächsten Entlüften keine Probleme gibt. Ja, und so im Prinzip kann man den Bremssattel wechseln.
Ja, Leute, und so kann das Ganze dann auch aussehen, wenn man den Bremssattel hinten wechseln möchte. Ja, ganz wichtig, Bremsflüssigkeit komplett entlüften. Ansonsten Kauflinks alles unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.